Erfolgreich, spannend, herausfordernd. 2018 war ein sehr gutes Jahr, aber, und das ist auch klar, es hat Probleme im Obus-Bereich gegeben und daher verzichten wir 25 bzw. 50% unserer Prämie. Obwohl es gute Ergebnisse gegeben hat, obwohl wir alle unsere Ziele erreicht haben, wir haben das im Vorstand diskutiert und sind der Meinung, dass das die richtige Vorgangsweise ist und ist auch Teil unseres Führungsverständnisses, eben wie man auch in so einer Situation zu verfahren hat. Mit dem Herrn Landeshauptmann haben wir die Ziele neu definiert, haben neue Ziele eingeführt. Wir haben sogenannte Zufriedenheitswerte. Bei den Zufriedenheitswerten geht es darum, die Mitarbeiterzufriedenheit, aber vor allen Dingen auch die Kundenzufriedenheit abzufragen und zu testen. Im Wesentlichen geht es aber darum, die Produkte der Salzburger und ja, auch der Verkehr ist ein Teil dieser Produkte. Der Verkehr bleibt in meiner Ressortverantwortung. Die Neuanschaffung von O-Bussen steht auf unserer Agenda. 15 neue Busse sind beschafft. Die sollen im Herbst bzw. bis Jahresende kommen. Und daneben haben wir natürlich viele Maßnahmen gesetzt, die auch eine Verbesserung der Situation der O-Busfahrer betreffen. Die wesentlichen Treiber sind die Bereiche Energie und hier natürlich Strom. Aber sehr, sehr stark sind wir mittlerweile auch im Bereich Telekommunikation. Wir haben alleine hier 57 Millionen Euro schon an Umsatz erwirtschaften können. Das heißt, der Weg, den wir eingeschlagen haben in Richtung Ausbau Telekom, Breitbandausbau, Digitalisierung, ist ein richtiger und wir werden das noch weiter ausbauen. Alleine bis 2030 investieren wir hier fast eine Viertelmilliarde Euro, um dann im Jahr 2030 allen Salzburgerinnen und Salzburgern das superschnelle Internet bieten zu können mit einem Gigabit im Up-and-Download.